So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge bei Empires and Tribes. So, das letzte Wohngebäude aus der letzten Folge habe ich mal schon in der Zwischenzeit schon mal fertiggestellt. Ist allerdings jetzt erstmal nur auf Stufe 1, das heißt, wir werden nochmal auf Stufe 2 ausbauen. So, wir haben 9 freie Arbeitskräfte, das nutzen wir gleich mal aus. So, 12 mal Leben brauchen wir. Machen wir direkt mal. 12 mal Leben. Übliche, ne? Das kennen wir mittlerweile schon. Gleich wieder rein damit. Ja, und dann noch ein bisschen Holz. Dann haben wir es schon. Ja, erstmal hier schnell nochmal Holz rein. Gucken wir erstmal wieder, dass wir eine ganze Reihe an Arbeitskräften zusammenbekommen, ne? Wie wir es schon in der Vergangenheit bei der Mine beispielsweise gemacht hatten. Ah, jetzt hab ich mich verlaufen. Das wird mal echt gruselig. Also wenn wir hier das Stadtgebäude oder das Stadtfeld noch weiter ausbauen. Irgendwann verlaufe ich mich hier mal. Das wird schon ein bisschen... Wird ein bisschen kompliziert irgendwann werden. Wie gesagt, ein Lagerhaus werden wir auf jeden Fall auch nochmal bauen. Wir müssen mal, gucken, dass wir das Stadtfeld mit den Wohngebäuden jetzt irgendwie mal so ausbauen, dass wir nach Möglichkeit ja nicht noch eine weitere Taverne und eine weitere Dingsbums, ein weiteres Kloster bauen müssen. Ich würde das nämlich ganz gerne eigentlich so haben, dass das mit einmal reicht. So. Gut, damit ist genügend Baumaterial da. Dann können wir wieder anfangen auszubauen. Nehmen wir das nächste Gebäude hoch. Gut ist wieder, je mehr Gebäude wir fertig kriegen, desto mehr Leute helfen natürlich wieder beim Bauen mit. Ne? Desto schneller gehen die Gebäude wieder. Also wieder so ein bisschen eine Aufwärtsspirale. Und durch unsere Bäckerei produzieren wir so dermaßen viel Lebensmittel, dass wir jetzt erstmal jede Menge Einwohner craften oder beziehungsweise zugewinnen können. Da brauchen wir uns jetzt eine ganze Weile erstmal keine Gedanken machen. Dass wir da erstmal wieder an die Grenze unserer Einwohnerschaft kommen, um die mit Lebensmitteln versorgen zu können. Da können wir jetzt erstmal schön Gebäude bauen. So, einmal frei. So, hier müssen wir, wie gesagt, auch nochmal gucken. Hier würde ich eigentlich ganz gerne auch nochmal irgendwo einen Brunnen hinbauen. Mal bloß mal gucken, wo wir das am besten machen. Hier haben wir schon einen Brunnen. Na gut, hier macht es nicht wirklich viel Sinn. Ah, wobei... Ja, doch, komm mal. Bauen wir hier nochmal einen hin. So, 12 Arbeiter. Sehr gut. 13 brauchen wir. Wir holen jetzt alle schnell nochmal ein paar Baustoffe. Ja, in der Zwischenzeit können wir ein paar Leute befragen hier. Können die das schön in der Zeit machen? So, was wir auch mal machen können, weil ich da gerade dran denke. Wir sollen uns bei dem Priester umhören. Okay. So, Gerichtsprozess. Sie meinte, ich würde die politische Lage in unserer Stadt völlig falsch einschätzen. Naja, zugegebenermaßen habe ich mich auch nie so richtig für Politik interessiert. Frag doch einmal die Stadträte, die verbringt viel Zeit mit dieser Frau. Aha, die Stadträte also mal wieder. Verstehe. Die Herren Stadträte also. Als Wahrsagerei würde ich das nicht bezeichnen, aber sie hat einmal eine Entscheidung, die wir im Stadtrat gefällt haben, völlig richtig vorhergesagt. Ich
Sprecht am besten mit dem Boten im Rathaus, der weiß mehr. Nochmal. Aha, nein, das ist kein Treffen von Wahrsagern. Wir betreiben ein politisches Treffen und unterhalten uns über die Stadtpolitik. Kommt auch einmal vorbei, das wäre eine große Ehre. Ah, okay. Das heißt, die Dame ist unschuldig, würde ich meinen. So, und wir haben wieder ein paar Punkte, die wir verteilen können. Packen wir ruhig mal wieder einen Ressourcenabbau. Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Eins eurer Gebäude wurde vom Blitz getroffen. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie Schaden... Oh, hier brennt es irgendwo. Ui, die Kirche brennt. Ach du Heilige. Naja, ich meine, wir haben jede Menge Brunnen jetzt stehen. Hoffen wir mal, dass das, die das schnell geregelt kriegen. So, und wir werden uns noch mal ein bisschen damit beschäftigen, noch ein paar Wohngebäude zu klöppeln. Gucken wir mal. Muss man bloß ein bisschen jetzt drauf achten. Das Wirtshaus, das hat noch genügend Reichweite. Die Kapelle hat noch genügend Reichweite eigentlich, ja. Brunnen haben wir jetzt hier auch. Ja, sollte eigentlich alles im Einzugsbereich sein. Da dürfen wir uns eigentlich erstmal keine Gedanken machen müssen. Können die rein theoretisch auch wieder alles alleine machen hier. Alter. Gott ist zornig auf uns. Wir sind noch nicht gottgefällig genug. Ja. Hoffen wir mal nicht, dass wir vom Blitz getroffen werden. So, der Verkaufen war ein großer Fehler. Interessiert uns nicht. Lebensmittel brauchen wir nicht. Werkzeug können wir noch mal gucken. Kupfer verstärkter Spaten brauchen wir auch nicht. Plant seine Armee zu vergrößern und sucht derzeit Eisenerz in großen Mengen. Haben wir nicht genügend gehabt, ne? Da hatten wir nicht genügend von. So, aber wir können mal gucken, was wir im Moment genug haben, und dann können wir davon ein bisschen was verkaufen gehen. So, Fleisch beispielsweise haben wir eigentlich jede Menge, ne? Fleisch könnten wir zum Beispiel verkaufen. So, wenn wir dann sagen 50. Ui, da machen wir aber ordentlich Geschäfte bei, ne? 800 kriegen wir dafür. Und dann? Verkaufen. So, und Handelskarren durchschicken. Na, da machen wir aber ordentlich fette Gewinne gerade. Das läuft ja mal richtig gut. So, seid ihr an dem Buch Der kunstvolle Umgang mit Spitzhacke und Axt von Fridolin Baumort interessiert? Ja. Steigert eure Erfahrungswerte. Oh, interessant. So, was hatten die hier Schönes? Weinhändler, aha. Heiltränke und so ein Kram verkauft die. Mhm. So, was hat er? Oder wer ist er? Zwei Pfennig das Glas. Ja, komm, nehmen wir mal. Das gönnen wir uns mal, ne? Du gläst den Wein. So, dann wollen wir das Haus hier natürlich auch gleich wieder upgraden. Müssen wir auch erst wieder warten, bis die sich eingedeckt haben mit Waren. Müssen wir einen Moment warten. So. Ja, läuft doch aber schon mal gar nicht mal schlecht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen darauf achten, wie viel Reichweite unser Marktplatz hat, ne? Ich glaube, da werden wir ein Problem kriegen mit den Wohngebäuden. Da muss man, glaube ich, mal ein Auge drauf haben.
Da müssen wir, glaube ich, ein Auge drauf haben. Oder brauchen wir als erstes Bürger für? So, und hier brauchen wir Eisenwaren und Stoffe, ne? Damit wir das upgraden können. Eisenwaren und Stoffe. So, dann upgraden. So, dann holen wir gleich wieder 12 mal Leben. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Ja. Aller schlimmstenfalls müssen wir nochmal irgendwo ein weiteres oder einen weiteren Marktplatz bauen, um nochmal ein neues Einzugsbereich zu schaffen. Ja. Sonst nochmal Holz. Sollte, glaube ich, sogar schon genügend sein, wenn die jetzt alle ankommen hier. Müssten wir, glaube ich, schon genügend Holz haben. Da kommt so ein riesen Tross gerade hier, der Holz bringt. Müssen wir mal gucken, sollte eigentlich reichen. 9 mal Holz noch. So. Ah, okay, wir müssen also wirklich jetzt demnächst mal noch ein Lagerhaus bauen, da kommen wir nicht drum herum. So, und ihr könnt das Haus schon mal anfangen zu bauen. Tja. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das Lagerhaus, was wir schon haben, vielleicht nochmal ausbauen können. Ich glaube, da braucht man auch das Burger für, ne? Müssen wir doch nochmal ein Lagerhaus bauen. So. Alter, jetzt haben wir aber auch eine Überproduktion an Lebensmitteln gerade, ne? Das Doppelte an Produktion, was wir gerade mal an Verbrauch haben. So, gucken wir mal. So, einwandfrei. Nächste Wohngebäude fertig. 78 Einwohner schon. So, dann gucken wir gleich mal. Schauen wir mal, wo hier nochmal ein Lagerhaus vielleicht sinnvoll wäre. Würde fast sagen, hier irgendwo, ne? Schauen wir mal, ob wir den hier irgendwo dran setzen können. Ne? Ne. Baugrund leider schon belegt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gerade. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Gucken, ob wir vielleicht woanders noch irgendwo ein Lagerhaus bauen können, was auch nochmal sinnvoll wäre. Naja, machen wir hier noch eins. Hm. Bauen wir hier nochmal ein Lagerhaus. Puh, unsere Einwohner werden langsam ein bisschen unzufrieden. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Das ist nicht ganz so geil. So, dann schmeißen wir unsere Leute mal gleich wieder hier rein. So, da gucken wir mal. 8 mal Lehm. Ja, schwierig hier die richtigen Einheiten zu finden. So, 13 mal Holz plus noch. Dürfte damit auch erledigt sein, wenn die Arbeitskräfte jetzt kommen. Ja, da kommen sie schon. Aber. So, Stadtratssitzung. Ja, brauchen wir erstmal nicht, ne? Stadtratssitzung könnt ihr sich erstmal selber drum kümmern.
So, wird glaube ich höchste Eisenbahn, dass wir das Lagerhaus jetzt hier fertig bauen. So, da kommt das letzte Stück Holz. Ja gut, auf geht's, ab geht's. Zimmern wir das Ding hier mal hoch. Dann bauen wir das auch gleich nochmal aus. Dann haben wir nochmal eine Stufe höher. Und dann dürfte sich die Sache hoffentlich erledigt haben hier mit den Engpässen vom Abholen. So, schauen wir mal. So, 8 Steine und 16 mal Lehm. Alles rein, 14 mal Lehm. Gut, dass die beiden jetzt so dicht aneinander stehen, dann geht es natürlich um einiges schneller. Erst die nächsten Baumstämme. Auf geht's, ab geht's. So, und dann fehlen noch 16 Baumstämme. Naja, eigentlich so viele Leute sind auch auf dem Weg gerade, ne? So viele Leute sind eigentlich auch gerade unterwegs. Oh, 6 Baumstämme noch. Naja, der Tag ist schon wieder vorbei, ne? Unsere Leute verdrücken sich schon wieder klammheimlich hier. Lass mich als den Herrscher hier wieder alles alleine machen. Einmal mit Profis im Dorf. So, dann können wir. Bauen wir das Ding mal alleine aus. So. Gucken wir mal, dass wir das hier mal hochgeklippelt kriegen. Aber es ist unwahrscheinlich, wie lange das dauert, wenn man es alleine machen muss. Ne? Ihr seht das schon, wie geringfügig sich der Balken nur vorwärts bewegt. Ah, und das mitten im Regen. Kalt und nass, Git. Ein kalt-nasses Wetter, wie in London. Dürfte ja rein theoretisch sogar passen. Ne? Wir haben ja bei den Städtenamen hier auf dem Marktplatz immer mal gelesen, es scheinen englische Städte zu sein. Ne? Das ist immer gar nicht so abwegig hier. Auch vom Wetter, von der Wetterlage her. Ja. Ich mal das langsam aber sicher mal hoch hier. Oh, da kommt wieder ein Abgesandter des Königs. Naja, das kann ja nichts Gutes bedeuten. Hm? Wollen sie uns wieder ausplündern hier? Ich bin mal gespannt, wie weit die Adelsringe hier noch gehen. Ne? Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass wir bis zum Adelstitel König kommen. Ne? Das wäre dann ein bisschen komisch. Wenn wir im Prinzip den gleichen Adelstitel naja, hätten wie unser Vorgesetzter hier, unser Landesfürst. Bin ich mal gespannt. Ja. Das ist aber auch mühselig hier mit dem Gebäude. Wir hauen auf Stein und das klingt nach Holz. Auch nicht schlecht. Ein Bote des Königs möchte mit euch sprechen. Machen wir dann direkt im Anschluss. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, während ich hier die letzten Hammerschläge zur Fertigstellung eines weiteren Ausbauschrittes unseres Lagerhauses mache, machen wir mal eine kleine Folgenpause. In der nächsten Folge werden wir dann sowohl uns mal angucken, was denn der werte Herr König schon wieder von uns will, als auch, wir werden als nächstes dann die Schafszucht mal in Angriff nehmen und die Webstube. Dann haben wir die nächste Stufe unserer Verbrauchsgüter für die Bürger. Und dann fehlt im Prinzip nur noch eine Schmiede, in der wir dann
ja, Metallwaren herstellen können. Und dann haben wir alles für unsere Bürger. Dann können wir richtig upgraden. Und dann im Prinzip die letzte Stufe unserer Dorferweiterung hier in Angriff nehmen. So, da sind wir sogar nochmal fertig geworden. Ja, wie gesagt, ne, das erwartet euch dann alles in der nächsten Folge. Mir bleibt dann nur noch zu sagen, fleißig kommentieren und bewerten. Gerne ein Abo da lassen. Solltet ihr erstmal auf meinem Channel sein, um hier keinen weiteren coolen Content zu verpassen. Und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge hier bei Empires and Tribes. Bis dahin, bleibt immer schön gesund und ciao, ciao.